Bei mir könnte es gerade echt schlimmer sein. Ja, wie geil! Meine Reise ging weiter nach Klagenfurt. Sind sie nur morgens eine kleine Rennradtour. So witzig heute, so wenig los. Ist fast ein bisschen spooky, muss ich sagen. Was ein Panorama. Wie schaut das mit dem Gold so geil aus? Hat was. What the fuck? Jo Leute, ich bin's mal wieder, eure Peaches, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir könnte es gerade echt schlimmer sein. Meine Reise ging weiter nach Klagenfurt. Meine beste Freundin, die Simona, besuchen, und ich chill da gerade in ihrem Gartenpool. Kurzerhand entschieden, wieder nach Schladming zu fahren. Warum? Einfach, weil es so geil ist. Wir schauen uns dort einfach die Strecke ein bisschen genauer an. Später geht es einmal wieder geil essen. Vorspeise, komplett eskaliert. Morgen Tretboot fahren und anschließend geht es natürlich auch wieder mal biken. Deswegen Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Daumen nach oben nicht vergessen und los geht's. So Leute, und so schnell sind wir auch im Bikepark Schladming. Wenn das immer so schnell gehen würde, wäre das richtig geil. Mega witzig, not a race, Wochenende ist vorbei. Natürlich, es ist Montag, keine Schlange, man geht einfach durch. Streckenverhältnisse schauen bis jetzt Bombe aus. Ich frage mich, wie das ist, ob oben noch der Schnee liegt, ob es oben auch noch so matschig ist, wie vor 2 oder 3 Tagen. Ja Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, wir schauen uns heute mal die Strecken so ein bisschen genauer an. Vielleicht auch verschiedene GoPro-Winkel. Da schaut eine Strecke, finde ich, auch immer gleich ganz anders aus. Und Leute, let's go. Ja Leute, so schaut es jetzt gerade aus auf 1900 Meter Höhe, ganz oben auf der Bergstation. Und wir starten jetzt mit der Rookie Downhill, einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Wir fahren uns jetzt mal ein, werden mal schauen, wo wir den Matsch vermeiden können. Habe jetzt schon von der Gondlas gesehen, es ist besser als es war, aber es ist doch noch sehr. Ja, legen wir mal los. Ich fahre jetzt hier auch noch live in die Schwarze rein, weil hier die Abfahrt ein bisschen weniger matschig ist als der obere Teil der Roten. So, der nächste Abschnitt, normalerweise auch ein absoluter Lieblingsteil von mir. Versinkt aber glaub ich noch so ein bisschen im Matsch, aber schauen wir jetzt einfach mal. So, und jetzt sind wir dort, wo komplettes Leben am Limit war vor 3 Tagen. Es ist definitiv schon um einiges besser. Da war einfach ein Fluss aus Matsch, Leute. Wahnsinn, Leute, diese Stille hier gerade. Niemand hier. Also ich muss schon sagen, ich genieße beides. Das war richtig cool am Wochenende. Die Action, aber es ist auch irgendwie ganz geil, wenn du so alleine auf der Strecke bist. Genießt ihr es auch, ab und zu mal alleine zu fahren? Weil ich glaube, da bin ich eher in der Minderheit. Ah, wie
Geil! Unfassbar, dass hier so geiles Wetter ist. In Klagenfurt schüttet es und ist echt, kannst du gar nichts machen. Wieder mal alles richtig gemacht. Montag in Schladming, nichts los, Strecken für mich. Geil. Nächster Teil, Leute, einer meiner absoluten Lieblingsparts, ebenfalls auf der roten Strecke, macht so mega Bock. Alright. Leute, ich sage schon die ganze Zeit, Lieblingspart, Lieblingspart, das hier ab der Mittelstation, Einstieg in die Kesslerlein, ist glaube ich wirklich mit Abstand einer meiner absoluten Lieblingsparts hier. Macht richtig Bock und das schauen wir uns jetzt an. Ein Panorama. Geil. Ein Lap und das Fahrrad sieht schon wieder so aus, aber irgendwie schaut es mit dem Gold so geil aus. Fast ein neuer Look. Hat was, würde ich mal sagen. Schaut fast aus wie gemacht. Vermutlich auch wieder viele Fragen von euch, warum ich nicht mit dem Downhill-Bike im Bikepark bin. Ja, das hat mal auf jeden Fall zwei Gründe. Erstens wollte ich unbedingt wissen, wie der Swoop so im Bikepark ist und vor allem, wie die 29 Zoll auf dem Enduro im Bikepark sich anfühlen. Und ja, bin schon schwer begeistert. Vor allem auch die 38er Gabel, auch was Neues für mich. Das sind auf jeden Fall mal zwei Gründe, warum ich dieses Bike hier mit habe. Außerdem war ich am Roadtrip, musste mich zwischen den Bikes entscheiden und ja, hatte einfach das Rennrad. Und das hier mit, mein Downhill-Bike ist ja 27,5 Zoll. Und ja, also zwischendurch denke ich mir schon, Downhill wäre auf jeden Fall geil. Aber ich habe ja doch 180 mm Federweg. Das kann man schon mal machen. Deswegen auch Frage von mir an euch, Leute. Mit welchem Bike fahrt ihr im Bikepark? Habt ihr überhaupt ein Downhill-Bike? Hättet ihr gerne eins? Weil ich würde mal sagen, eigentlich sind das ja fast nur mehr Luxusprobleme, weil mit so einem Bike kann man einfach alles fahren. Natürlich ist es dann wieder geil mit 200 Federweg, Doppelbrücke, einfach da runter zu ballern. Schreibt mir mal. Und weil man es hier von der Gondel gerade so schön sieht, ich glaube, wir werden uns jetzt mal vielleicht die Downhill, die schwarze, ansehen. Die sieht man da hinten. Die geht da runter. Thank you.
Bikepark, geiles Wetter, Campingstuhl, Snacks, was will man mehr. Kann mich heute echt nicht beschweren. Und Leute, wisst Bescheid. Mit Peaches 10% Rabatt, wenn ihr da Bock drauf habt. Alles weitere steht unten in der Videobeschreibung. Im Übrigen, Leute, für die, die es interessiert, ich trage heute mal neue Goggles. Ihr fragt mich immer danach. Und zwar sind meine Brillen und Goggles von Red Bull Spect Eyewear, beziehungsweise Spect Eyewear. Auf jeden Fall gibt es neue Motocross- beziehungsweise Mountainbike-Goggles mit Panorama-Views, mit extra weitem Sichtfeld. Und ich dachte eigentlich, dass mir die viel zu groß sind, weil ich habe oft das Problem, dass dann das irgendwie so bei der Nase runterdrückt. Aber bis dato, muss ich sagen, finde ich die richtig geil. Abgesehen davon, das Glas finde ich perfekt. Ich mag das nicht, wenn das extrem abdunkelt. Vor allem, man fährt im Wald, man fährt draußen. Aber meistens ist dann oft im Wald, wenn das Brillenglas wirklich sehr dunkel ist, viel zu dunkel. Ist aber mit denen nicht der Fall. Richtig geil und da drückt mir nichts auf die Nase. Also Spect, geile Brille. Kommt mit getöntem und mit klarem Glas, kann man ganz easy wechseln. Ich zeige euch mal hier den View durch die Brille. So, als hätte man einfach so einen geilen Filter drauf. Zack, zack. Aber nicht zu dunkel. Wie man sieht, das passt auch wirklich so mit Ach und Krach da in den X-Small-Helm rein. Und da drückt nichts, weil das doch irgendwie ein bisschen breiter ist, keine Ahnung. Es sitzt echt gut. So, nochmal mein Lieblingspart von der Kessler Line. Diesmal probieren wir das mal mit der Helmkamera. Mit dem Helm noch gar nicht probiert. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ansicht ist gar nicht so schlecht. Leute, wer von euch kennt eigentlich den Bikepark Schladming oder war schon mal hier? Ich glaube, das ist echt so non plus ultra Bikepark, in dem man auf jeden Fall gewesen sein muss, wenn man auf Downhill steht. Ich muss auch sagen, die Strecke hat sich jetzt bei jedem Run schon wieder richtig verändert. So Leute, wie sagt man so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das werde ich jetzt machen, aber bevor es nach Hause geht, heißt es mal Fahrrad waschen. Nein, so geht das nicht. So muss das danach. So Leute, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für mich geht es jetzt nach Hause, demnach schon wieder Highway Life. Wenn es euch gefallen hat, Leute, schreibt es mir auf jeden Fall und vergesst nicht auf den Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, jeden Samstag 9 Uhr neues Video. Und in diesem Sinne, Leute, haut's rein, bis nächsten Samstag. Ciao.